Um in der Länderspielpause nicht den Kampfgeist zu verlieren, griffen die Darmstädter Lilien zu eher ungewöhnlichen Trainingsmethoden, bei denen ausnahmsweise einmal die Hände im Vordergrund standen. Diese Trainingseinheit überstanden alle Spieler unverletzt. Beim Training auf dem Rasen ist jedoch Kapitän Sulu, Torhüter Heuer Fernandes, auf die Hand getreten, der sich dabei einen Finger brach und nun mehrere Wochen ausfallen wird. Und dies war nicht die einzige Trainingsverletzung, wie Trainer Frings auf der Pressekonferenz am Sonntag bekannt gab. Ansonsten hat sich auch ganz wichtig mein Co-Trainer Björn Müller im Training verletzt, mit Verdacht auf Innenbandriss. Also irgendwie immer, wenn er mitspielt, verletzt er sich auch. Er wird uns auch, also mir ein paar Wochen nicht fehlen, aber eingeschränkt am Training teilnehmen, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten, bis auf Peter, der nach wie vor immer weiter Fortschritte macht, können wir, glaube ich, aus dem Vollen schöpfen. Wieder zurück am Wellenfalltor ist auch Felix Platte, der in der EM-Qualifikation für die U21 aufgelaufen ist. Der junge Ex-Schalker, der kurz vor Ablauf der Transferperiode noch nach Darmstadt geholt werden konnte, hatte zu Saisonbeginn noch ein wenig Trainingsrückstand, scheint sich jetzt aber mehr und mehr an die erste Elf heranzukämpfen. Ja, Felix, bist du bereit für morgen? Auf jeden Fall. Ich bin mega heiß auf die Partie. Wir hatten jetzt eine längere Pause. Ich glaube auch, die ganze Mannschaft ist heiß und wir haben alle Bock. Ja. Wie war es bei der Nationalmannschaft eigentlich? Ja, das erste Spiel war gut, konnte ich auch ein bisschen Selbstbewusstsein noch tanken. Das zweite Spiel war jetzt nicht so gut, haben wir verloren. Und ja, aber dafür geht es dann halt morgen wieder. Ja. Am Montagabend erwarten die Lilien nun den ersten FC Nürnberg zum Flutlichtspiel am Böllenfalltor. Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Ingolstadt gilt es für die Darmstädter nun zu Hause zu punkten, um nicht den Anschluss ans obere Tabellendrittel zu verlieren. Trainer Frings warnte jedoch für Nürnbergs Spielstärke und Torgefahr. Ansonsten ist das eine Mannschaft wie wir. Ne? Also die haben einen Punkt jetzt mehr nach so vielen Spielen. Also wenn wir gewinnen, können wir sie überholen. Und das muss natürlich auch unser Ziel sein, gerade auch zu Hause, unter Flutlicht, vor unseren eigenen Fans. Also wir werden alles dafür tun, um ein richtig gutes Spiel abzuliefern. Und das wird auch nötig sein, wenn wir da mithalten wollen.